Manchmal muss dich jemand zwingen, neu anzufangen. Der digitale Wahlkampf gehört mittlerweile zum Wahlkampfstandard. Rund um die Uhr findet der User in den sozialen Netzwerken Haltungen und Meinungen der politischen Akteure, damit der Wähler sein Kreuz an der richtigen Stelle macht. Neu ist allerdings der mittlerweile erreichte Professionalisierungsgrad. Man kann im Prinzip in jeder Hinsicht erkennen, dass die Parteien mit großen Teams, mit sehr viel Expertise Online-Wahlkampf begehen. Die Parteien suchen Kommunikation mit dem Wähler und das lassen sie sich auch etwas kosten. Zwischen 10% und 30% ihres Wahlkampfetats. Doch ob diese Dialogizität wirklich funktioniert, ist wissenschaftlich bisher noch nicht nachgewiesen. Likes und Kommentare sind kein Indikator für Kreuze auf dem Wahlzettel. Ist der digitale Wahlkampferfolg oder Misserfolg überhaupt messbar? Den konkreten Erfolg zu messen ist nach wie vor sehr, sehr schwierig. Was man machen kann, ist natürlich über Befragungsmethoden die Nutzerinnen und Nutzer selber zu befragen, wie sie Online-Wahlkämpfe, Online-Inhalte der Parteien wahrnehmen. Das ist das eine. Ein anderer Indikator könnte sein die Like-Anzahl oder die Anzahl der Kommentare. Die sagt allerdings noch nichts über den Inhalt der stattfindenden Kommunikation. Die Wahl ist entschieden. Nee, noch nicht entschieden. Genau. Also, wach bleiben. Die Erwartungshaltung, dass eine digitale Wahlkampfstrategie sich sozusagen unmittelbar in Wählerstimmen umsetzt, ist vielleicht zu hoch gegriffen. Aber die Erwartung muss sein, und auch der Anspruch an einen digitalen Wahlkampf muss sein, dass die Partei mit ihren Botschaften, mit ihren Inhalten auf allen Kanälen, die für die Wählerschaft relevant sein können, präsent und erreichbar ist. Deswegen setzt die SPD beispielsweise auf politische Grundhaltungen im Netz. Von den hinterlassenen Daten der User dazu, wie E-Mail-Adressen oder Nachfragen, wertet die Partei als potenzielle Wählerstimme. Den Dialog mit dem Wähler aber können die einzelnen Spitzenkandidaten im Internet zeitlich gar nicht leisten. Zu viel Datenflut. Das übernehmen andere, Agenturen oder Parteimitglieder. Datenschlachten wie im US-Wahlkampf sind in Deutschland aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich. Dennoch hoffen die Parteien, durch Werbeanzeigen und Algorithmen ihre Zielgruppe im Internet zu mobilisieren, um den politischen Gegner auch massive Konkurrenz zu suggerieren, vor allem auf den Netzwerken wie Twitter. Ich gehe davon aus, dass der Einfluss sozialer Medien auf den Ausgang der Bundestagswahl relativ gering geblieben ist. Das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass die Reichweite sozialer Medien wie Twitter und Instagram nach wie vor minimal ist. Darüber hinaus ist es so, dass es vor allem die eigenen Anhänger sind, die Parteien und Politikern folgen. Das heißt, die Möglichkeit, neue Wähler zu gewinnen, ist relativ gering. Hauptproblem Nummer eins für die Parteien im Netz bleibt immer noch, wie erreichen sie den Wähler, der noch unentschlossen ist, überhaupt zur Wahl zu gehen?